Auf Wiedersehen. Danke auch. Tschüss. Meine Damen und Herren, wir bitten einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zu Ihrem Komfort bitten wir daher alle Fluggäste, nur ein Stück Handgepäck mit an Bord zu nehmen. Weiteres Handgepäck können Sie gerne hier bei uns am Schalter aufgeben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ladies and Gentlemen, may we have your attention, please? For your own safety and comfort, we ask all passengers to only take one piece of hand luggage on board. Further items can be checked in at the counter. Thank you for your understanding.
your bus. Please note irregularities for liquids. Thank you.
1 einfach FEX 18 9 33 von Berlin Hauptbahnhof. Gibt's doch immer im First, nur im First Print. Also, die sind nicht so viel wert wie die alten. Ja, weil jetzt halt weniger die Collector die Sachen kaufen, sondern jetzt auch viele Spieler die Sachen wollen. Und deswegen sinken die Preise. Weil die Spieler gehen nur für den Cheap Slot. Also gut, Monarch First Edition wird noch immer bei vielen Turnieren noch einfach als Preis rausgegeben. Ja, nee, ich meine nicht was. Einfach die Second Print. Die haben auch Second Print. Ach so. Ich glaube, den kriegst du noch ran. Monarch wird ein ziemlich gutes Set gewesen sein, oder? Monarch ist ein ziemlich gutes Set. Da war Prism drin. Prism ist momentan das stärkste Deck. Ich hab's zu Hause. Und ich habe auch die Cold Foil Legendary für die. Das ist gegen dich wirklich. Das ist absolut korrekt. Gelin oder hast du die? Nee, ich hab die. Hab ich ein Bild davon? Wie geht die? 2000? Okay. Wie geht die? Ich habe die gekauft für 290. Locals. Mittlerweile geht sie, glaube ich, 370. Locals haben noch nicht mal angefangen. Leon bereits in dem besten Deck unterwegs. Naja, weil ich ja in Niederlande so spiele. Online oder einfach bei dir drüben? Online und wenn ich drüben bin. Hier. Yeah. Und dann habe ich noch. Ist das, was Jimmy gespielt hat? Ian hat das gespielt. Jimmy hat. Die hatte meine Legendary gespielt, die ich gezogen habe. Das heißt, dieser Fenster. Ja, Channel Mount. Genau, Channel Mount. Genau. Channel Mount ist fucking insane. Wird in Niederlanden auch Channel Mount Jimmy genannt. Keine Ahnung, ich hab die Karte gerade gezogen. Ja, hier, und die Tunic habe ich halt. Finde ich nicht so toll. Weil du hast dann einfach auf ein Display Max Value und kannst einfach sehen. Aber es ist halt nice für Shops, weil Leute weiter Booster kaufen, weil du nie weißt, was noch drin ist. Das ist halt nice. So, wir haben es ja immer erst gesehen, wenn halt die Foils und die Double Raps schon gezogen wurden, dann wurde der Bedarf nach Boostern ein bisschen geringer. Aber das ist halt ein neues Essen, oder? Ein bisschen zügig. Ja, musst du auch machen. Ja. Halt, geht ja nicht anders. Ja. Aber ja, mach. Das Problem bei Schwarz ist, du kriegst kein Product mehr ran. Also zu machen. Ja. Beim US ist es einfach leer. Ja. Ist kein Product. Ja, das ist echt. Wurde ich noch Assel kaufen? Nicht mehr so. Ein paar kriegen auch nur ein, zwei Displays. Als ich Bedarf, also noch ein paar. Du hast noch zwei rumliegen, ne? Nein, die hast du noch gar nicht abgeholt.
Ich hab neue Sachen. Am Mittwoch. Also wenn es eigentlich geöffnet schon, Luca? Hat er für mich zwar reserviert, aber hat er noch welche bekommen? Er hat mir nicht geschrieben, dass er welche bekommen hat. Ja, dann haben mich alle geärgert. Was ist das? Und dann so, du musst dir nicht drauf reagieren, mach einfach auf dein eigenes. Und was war drin? Zwei SS. Zwei SS? Ist ja cool. Die rote Level 3 Early Play. Oder 5? Double Res war ein. Das hatte mir Peter geschrieben, wie die Welt. Japanisch muss nicht drauf, Englisch anders. Englisch ein anderes Ratio. Außer bei den SPs. Und der Rest war halt da. Aber wie gesagt, wenn du willst, kannst du den ganzen Quatsch gerne haben. Ich mir erstmal aufmachen. Bring dir den Haufen mit. Nimmst du den Haufen. Dann gucke ich vielleicht mal, ob ich noch genug Spaß in dem Spiel habe. Doch, noch das Playset davon zu kaufen. Ja, das kriegst du schon mal. Aber schau mir, was halt drin liegt. Monika. Hast du einfach einen schlechten Tag gehabt? Mein Franzose hat auch Ich glaube nicht, dass es einen schlechten Tag war. Ja, der war aber auch ein bisschen dumm. Ich glaube nicht. Er hat einfach so vieles falsch gemacht. Das war schon lustig, den zu gucken. Das ist schon Player Diff. Jetzt, wo ich im Flugzeug ein bisschen geschlafen habe, jetzt muss ich sagen, es war schon lustig, den zuzugucken. Das ist schon Player C Diff. Das ist schon Player Diff. Ist okay so. Ich wurde gefühlt oder dazu gezwungen, Devils zu pushen, weil die einfach Turn 1 quasi nichts gespielt haben. Und dann wurde ich von deren Level 3 einfach zu sehr abgefuckt, weil ich habe gegen Lovelife gespielt. Der dann einfach Turn 3, weil er Turn 1 geskippt hat und Turn 2 eine Karte gespielt hat. Einfach Turn 3, die Level 3 gespielt hat, die On-Attack halt einfach mal burnt. Und dann hat er mich die nächsten Züge halt einfach mit zwei davon die ganze Zeit geburnt und bin ich einfach gestorben. Ja, wenn Jo funktioniert, dann funktioniert so. Ja. Das ist halt kacke. Das ist halt. Und der andere hat mich mit Fate Stack einfach 15k Power. Hä? Hallo. Soll ich denn da rüberkommen? Du kommst da rüber, in den Tokyo, du spielst jetzt Tokyo Revengers und legst eine 2-1 dahin und dann 2-0 und dann ist die 2-1 16-5 ohne Hexproof. Ja, und dann kannst du auch Backup spielen. Ja, okay, aber du kriegst ihn auch auf 18-5 mit. Aber ist nicht so schlimm. Irgendwie sind die Werte halt explodiert in letzter Zeit. Ja, das, bei der ist es schon spezifisch bei der Schule gewesen, aber die spielt in Japan keiner mehr. Weil dann die neue Collection halt stronger ist. Die neue Bandori Collection. Ja. Hab ich gesehen, ganz im Top-Listen, die spielen einfach gar nicht mehr diese Version. Was auch wieder ist, wie Jay sagt, ich spiele True, aber ich spiele die 2-1 nicht. Ich hab jeden Spieler der Junge, das gesagt. Der Junge. Und jeder hat gesagt, what the fuck, ist hier Ritter? Wir haben auch dann mit einem Typen uns den Uber geshared, haben wir erzählt, glaube ich. Und wir haben dem dann von PJ ein paar Geschichten erzählt. Oh nein. Stimmt, der hatte ja eine lange Fahrt. José hat das richtig gepusht. José wollte ihm richtig, richtig tolle Geschichten von PJ erzählen. José hatte richtig Bock. Kannst du ihn mal fragen, der hatte richtig Bock. Der war wirklich so, let's tell him about PJ. Ich kenne nicht mal deine normale Saison, wer bist du? Who the fuck are you? Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Literally, who are you? Aber ich weiß nicht. Ja, ich glaube, sowas kommt vom ADHD. Er denkt halt so, ja wild, alles guckt auf mich. Ja, er ist ein Reporter gewesen. Ja. Ich bin noch Reporter, hast du mal gesagt. Statist. Ey, ich habe hier gespielt, kann ich spielen. Ja. Kann ich spielen. Ist wirklich so. Hast du ein Pokémon gesehen? Kann ich spielen? Das hat der Yumi auch schon zu ihm gesagt. Wir waren in Japan im Hotel und wir haben so gelabert über Magic Gathering und sowas. Und dann, wir haben ihn so, oh, let's become Magic Gathering Pros. Und Yui guckt ihn so an. You wouldn't even last a week in Magic Gathering. Ja. Okay. Der kann zwei spielen, ist auf Lack basiert, okay. Aber anderen Games vergiss mal. Und Vanguard, wenn er so runtergeht, du musst ihn halt wirklich ziehen, so hoch. Ja. Das macht keinen Spaß. Also er ist schon ein guter Spieler, du. Er ist einfach nur, er hat ein großes Ego. Ey, Mann. Und ja. Ah, das, nee, Mann. Also manche Aussagen, wie zum Beispiel, was ich gesagt habe, Standby ist nicht. Gate. Also die haben Incident of the Century gespielt. Das heißt, du spielst das mit die Higher Sakana Blinds. Spielst du mit?
Was macht die? Ja, würde ich mich eigentlich sehen. Was macht die Eierklasse? Die heißt Kartell 1. Top 4? Die holt das Event, glaube ich. Das Event ist. Ich freue mich aufs neue Set eher. Ja, das auch. Weil ich kann das halt, ich kann ja die richtig in dem neuen Deck spielen. Also das mit dem Event-Ding. Ja, ich finde das Gary-Event nicht so bad. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Miyuki, der dir erlaubt, die Events ohne Color Requirement zu spielen, halt erst auf 2 kommt. Der kommt halt erst auf Level 2. Du kannst ja theoretisch Standby, aber... Ja, auch weil Level 1 ist, geht eigentlich noch. Die ganzen Events sind... Ich finde die jetzt nicht so bad. Aber du brauchst halt einen Event-Fetcher. Deswegen möchte ich mir das Set... Aber du hast die Ringste. Und die Ringste ist fucking 3-5. Das ist so gut für Kaguya. Kaguya hat... unfassbar dringend gebraucht in 3-5. Wir haben Kaugel-Promo bekommen, das ist also dein Hand wechseln kannst. Ja, Kaugel-Promo ist auch okay, aber ich finde, sie haben halt null Power gehabt. Und seit der Nerf kam auf Level 0, wo sie die ganzen anderen Sachen nicht mehr haben, ist halt... Ich brauche übrigens mal, um meine Hand zu fixen. Mhm. Also, guck mal, wenn du zu viel Level 3 auf der Hand hast, fixst du einfach mit Kaugel das Fett. Ja, ja. Fetchen das einfach. Fetchen einfach Level 1, fertig. Also, nachher sehe ich mal, wie ein bisschen Licht. Licht am Ende des Tunnels. Ja, aber ich bin traurig, dass meine 1-0 Kaguya-Kombo wahrscheinlich nicht mehr so spielbar sein wird. Meinst du? Ja, die Standby-Kombo. Naja, die reicht dann irgendwo ran. Die hat auch keinerlei Deckspeed. Die ist nicht so gut, finde ich. Aber die ist halt nice und die sieht gut aus. Ich meine, du kommst immer meistens um 1-2 und komm locker. Egal, wenn du vor ihm bist oder wie alt bist. Ja, wenn ich gegen ein Cyberdeck spiele und behind bin, dann komme ich auf keine Kombo. Hm? Weil dadurch, dass sie ja auch meine Ricky gebannt haben, also quasi gebannt haben, komme ich halt auch nicht mehr so auf die Form. Der Ricky hat eigentlich am meisten wehgetan, glaube ich. Ja, ja. In meinen Augen war der Ricky echt, das hat am meisten wehgetan. Der war ja auch gut, weil er halt auch die 2000 gepusht hat. Das tut doch richtig weh. Und dafür, deswegen ist für die 2000 kannst du ja den... Deswegen spielst du den U. Der U plus mit plus 1, weil er nach hinten rennt, und der pusht um 2000. Das ist der Replacement für die Ricky. Und die plus 2K sind okay, aber die sind halt nicht on play der Ricky, sondern erst on attack. Und das macht es halt weniger flexibel. Ich finde, die Rikis waren, das, was Ricky halt aufmachen, ist halt so direkt Fetcher in Level 1. Ja. Du kannst halt turn. Also wenn du Level 1 bist, also nicht mal wenn du 6, also nur 6 bist, machst du Ricky, gehst auf Ding, da hast du sofort eine Combo, fertig. Ja, schon mal plus. Auf jeden Fall, ja. Also, tut schon weh, ohne Ricky zu spielen. Ich hoffe mal, im nächsten Set ist ein neuer Ricky da. Cyber Ricky ist okay. Ich hoffe, dass sie einfach realisieren, dass Kaguya momentan echt nicht so stark ist und dass sie sich unbedingt auf die Bandlist müssen. Ja, das ist das Problem, ist, sowas kommt erst ziemlich spät. Du siehst, wann die Schaukeln erst beikommen. Ja. Hauri Schaukeln sind, weiß ich nicht. Ich hoffe halt im Englischen werden sie da ein bisschen schneller sein, weil... Ja, man ist... Balancing in Weißschwarz ist mega ass. Die werden jetzt erstmal Quantile bannen nach dem Schutz. Ja, locker. Aber das haben die dann irgendwann mal grundlos gebannt. Das war es einmal irgendwie, Balls einfach just for fun, wer weit gekommen ist. Und die haben irgendwas gebannt. Dann einfach auch noch die Choices dazu und die haben es nicht anbannt. Nein, Mann, ich will den Japanischen direkt holen. Was soll denn das? Was willst du mit so einem Kack-Stand? Du kannst einfach die richtige haben. Für 375 ist locker für den Preis. Ja, wenn du die instant verkaufst für 375, wenn die bieten. Willst du jetzt Cash 350, er wird die aus der Vitrine nehmen und die geben. Aber ist auch die Kreuzburg. Shipping within US only. Ja, einfach weiter so. Wenn ich schreibe einfach 1000 mal One-to-Buy, 150. Muss halt, also honestly, ich benutze es zwar auch gerade nicht, aber eigentlich findest du die ganzen Sachen viel leichter auf Facebook. Ja, bin ich auf Facebook. Ja, ich weiß. Aber es geht nicht anders. Ich brauche jemanden, der auf Facebook. Scout, lass dir einfach durch und so scouten für dich. Mach Bauch, der ist immer da. Bauch findet schon irgendwie immer auf Twitter. Er ist immer auf Twitter direkt. Der hat direkt unser Bild gefunden. Wow. Okay, bei Vanguard. So, what the fuck, was ist das für ein Boy, Mann? Bei einer Minute hochgeladen. Ja, eine Minute hochgeladen, aber hat Instagram gefunden. Die ganze Zeit drauf. Diddy, how do you know? Ich wollte eigentlich das selber posten, auf einmal so, pup, er kommt schon vor uns. Er hat einen Twitter-Suchtdienst. Er hat sogar zwei Twitter-Accounts. Ich weiß, ich hab die auch beide. Bist du sicher, dass du beide hast? Ja. Weil er meint, den einen kennt keiner. Ja. Weil das ist ein Privater. Also, er hat nur den einen, ich hab, den er alle followt, und den anderen ist mega privat, hat er gesagt. Also ich glaube, ich habe zwei Bau-Accounts. Vielleicht hast du einen anderen Bau. Maybe. Vielleicht das
Finde ich auch einfach nur falsch. Aber ich glaube, ich habe Reiskartoffeln und Reiskartoffel TCG. Nee, der heißt nicht Reiskartoffeln. Oh. Ich glaube, er hat wirklich einen anderen Namen. War es ein Bapo-Account? Ich habe keine Ahnung. Er ist irgendwie Twitter so. Ich frage ihn nochmal. Nee, maybe verwechsel ich auch. Ich hab einige Leute, die zwei Accounts haben. Dylan, Kuhn und Fiona haben alle noch einen gelockten Account, wo sie erst bestätigen müssen, dass du followen kannst. Reiskartoffel. Ja, die berüchtigte Reiskartoffel. Die berüchtigte. Und sie sagt nochmal, was ist eine Reiskartoffel im Spiel, wenn du Deutsch hast? Boah, das ist schon vor oft passiert. Was ist eine Reiskartoffel? Wir müssen sie mal kurz in sich gehen und überlegen. Fragen dann einfach im Wortchat. Oh, sehr gut. Ja. Die Gegner schreiben dann, was ist eine Reiskartoffel? Ja, Paul, Antwort, was ist eine Reiskartoffel? Wow. Kumpel von mir heißt Hoi, ist auch eine Reiskartoffel. Der ist halb Vietnameser, halb Deutscher. Hat er noch einen deutschen Namen oder? Er müsste zwei Namen haben. Nee, er heißt Hoi Chan Jung. Ja, ich wusste es. Ja. Und sein Bruder heißt Hans. Ah, Hans weiter? Nächste Station. Keine Ahnung. Wir nennen ihn alle nur Hans. Hans mit der Flamme. Ja, wenn ich alle nur Hans. Theoretisch gibt's noch Duck. Okay, du musst auch schon. Ja. Der Server heißt auch Toxic Backstabber Gang, by the way. Der Server von den Bier heißt einfach Toxic Backstabber Gang. Das ist so perfekt. Naja, manche können halt nicht dafür, weil die doch. Nee. Das sind Leute, die spielen gar nicht Karten. Das ist einfach ein Gaming-Server von Freunden. Der ist halt einfach Toxic Backstabber Gang mit dem Foto von Aqua wie sie so. Super. Gut, dann viel Spaß heute auch. Okay, danke. Kommt gut heim. Ja, wir ziehen schon heim. Jimmy hat seinen Legendary angezogen. Das ist seltsam. Will jemand eine Banane? Nein, tatsächlich. Ja, okay. Hast du so diese Ressourcen, Hans? Das ist so viel, das kostet, das so viele Ressourcen, dass du, wenn du das abwirfst. Ja. Ah, oh. Du hast eine Kraftzahl. Ja, genau. Und es gibt auch so ein paar Kristalle, die so in so einem Krass. Ja! Ich erinnere mich jetzt nur, was der rote Kristall macht. Ja, wir lernen die täglich. Eine Ressource, wenn du einen abwirfst. Aber wenn du einen abwirfst, kriegst du drei extra Ressourcen. Also gibt dir vier Ressourcen. Das ist halt eine rote Karte, was halt auch ziemlich gut für. Aber rot ist Agro bestimmt, oder? Ja, genau. Ja, nein, aber wie ich jetzt sage, wenn du eine rote Karte abwirfst, dann kriegst du halt einen Arschtoken. Und einen Arschtoken. Du kriegst bitte was? Ein Arschtoken. Wie Asche. Achso, die Asche. Ja, so die werden danach zum Dach verwandeln. Und dahin, abhängig von was du spielst, kriegen dahin so Fähigkeiten, wenn die halt angreifen können. Die machen so einen Schaden, dann kannst du halt voll da machen. Wie viel Leben hat man im Spiel? Abhängig von welchem Format? Es gibt ein Blitzformat und dann gibt es das normale Format. Das ist so Jung ist so Blitz hat zwischen 20. Und im normalen Format hat er 24. Achso, ist dein Held? Genau. Ah, oh, du musst jetzt deine Hallen ziehen, das ist House of Will oder was? Die sind total, die sind wie Comments. Okay. Also, oder nicht mal wie Comments, die sind wie praktisch bei Pokémon die Energies, die du hinten ziehst, da kannst du... okay, also du kriegst 1000 Mal. Ja, genau. Ja. Dann bei House of Will musst du sie dein wieder ziehen. Also beim, ich habe ja Pre-Release-Event gemacht von Monarch und ich habe 3 von 4 Heroes in dem Set gezogen, nur beim Pre-Release-Event. Also ja, kommt ziemlich oft vor. Und du kannst das Spiel auch spielen? Ja, ja. Ich meine, wenn du mich jetzt fragst, ich kann mich kaum an die Regeln erinnern, aber ich habe ein paar Decks gespielt und habe auch bei einem Pre-Release-Event. Ich habe mich mal für interessiert, aber es gibt halt kein Nokia oder so. Also ich kenne euch ja nicht. Jan meinte, wenn wir halt zeigen. Dann muss ich auch auf Freitag mal auftauchen, Mann. Und eins davon von den Nokia ist sogar bei uns in Oranienburg oben. Das stimmt, da würde ich mal hingehen, aber ich kenne keinen, deswegen. Hm. Ich habe keinen Bock, weil ich keinen kenne. Ja, frag mal Leon, der will es bestimmt mit dir machen und der hat da schon Kontakt. Ja, ich müsste auch. Ja, ich hätte auch keinen Bock auf Leon an deiner Stelle. Was ist der Fuck?
ich muss ein neues Deck holen und so weiter und so fort. Ach was, war einfach Trash. Ich habe zu viele TCGs gespielt, Spiele. Das ist vollkommen verständlich. Weiß, Vanguard, Yugi. Ja. Was soll ich denn noch machen? Und quasi ja, Precious Memories, aber nur sehr, sehr. Ah, Precious Memories will ich auch mal mit Deck finishen. Ist fast fertig. Rixos, Mann. Rixos. 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 Ja, ich weiß. Felix will unbedingt das spielen. Ja, zumindest das war eine Messe. Zumindest nicht hier. Rixos will, ich meine, Felix wollte auch fast fertig von Rixos kaufen. Aber die Karten sehen in Szene. Ja, die sehen. Karten sind wirklich krass. Ah, stimmt. Und One Piece demnächst. Nein. Ja, machen wir unbedingt One Piece. Ja, Michael, da meint die Leute fragen nur schon über One Piece. Ja, ist doch schon top Release. Ja, ist pre-release, super pre-release. Nee, im Dezember. Ja. Ja. Hm. Im fucking Juni. Mann. Wusstet ihr eigentlich? Ja. Was das heißt, Ace stirbt? 2 Monate. Oh ja, und Vibe auch, wa? Ist hier ein Gamble, oder? nee, aber zum Beispiel, die wollen ja sicher gehen, dass sie jetzt das Produkt bekommen, oder nicht? Das Produkt ja, ist pre-release, also super pre-release. Halt, das sind halt die Leute, die das haben. Weil du kannst halt. Also ich hab auch die angefragt, ob das Super Pre-Release macht. Und meinte, ja, du musst halt nachfragen, ob das noch jetzt schon nichts mehr. Was ist halt ein Super Pre-Release? Das ist halt. Du kriegst halt diese Starter-Deck schon mal, die du hast. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob die Booster schicken. Sorry, bei Digimon haben sie einfach das Booster-Set getrunken. Das hab ich schon mal vorgegeben. Aber nur so bestimmte Anzahl. Das wird dann nachgedruckt, also einen richtigen Release. Ja. So, das heißt, du kannst schon vorher schon mal spielen, antesten und so alles. Ich denke mal, die machen nur die Trial-Decks, hoffe ich mal. Sonst ist Booster wäre ein bisschen unfair. Weil du kannst halt nur eine bestimmte Menge kaufen. Du kannst wirklich nur eine begrenzte Menge kaufen. Deswegen waren die Digimon-Karten richtig teuer. Und dann als dann halt gesagt worden, ja okay, jetzt ist der Release. Und dann zu releasen hier auch in einem Developer, dann wird es wieder jetzt hier oben. Das ist basically ein Small-Release. Einfach nur zum Antesten. Sich mal das Spiel angucken. Dann halt im Dezember dann halt die Booster kaufen. Und dann deine Freunde überzeugst, sie sollen das Trial Deck kaufen. So, mach mal halt Werbung. Pyramids Game. Die wollen einfach, dass du für sie Werbung machst. Ja, genau. Ja. Genau. Wechseln. Weißt du, ich verstehe nicht, wie von Konami, die lieben einfach die YouTuber zu bannen von Yu-Gi-Oh! Echt? Was die haben YouTuber? Die gebannt? Genau, genau. Die haben Tatsun gebannt. Wer war das? Das war ein Irländer. Okay. Ja, weil das Ding war halt, irgendjemand ist zur Fabrik gegangen, hat sein Vermögen geklaut, hat Bilder hochgeladen. Oh. Genau, und dann hat Tatsun das in seine WhatsApp-Gruppe gelegt und hat ein Video darüber gemacht. Also so Man in Black zu ihm gekommen, hat ihm so gefragt, ja, wo hast du das? Weißt du, wer das war? Und dann musste er halt petzen, ne? Ja, so. Und dann hat er einfach, Müll von dieser Fabrik, so die rote Karte. Ich weiß von einem Content Creator, der letztens erst von Games Workshop gebannt wurde. Mhm. Was er halt gemacht hat, der ist auf praktisch so einem Release-Event, also so einem Ankündigungsevent gegangen. Weil es halt Influencer, blablabla, wie auch immer. Ja, ich sag's jetzt einfach mal so. Und die durften halt aufnehmen und sowas alles, aber die durften es halt nicht veröffentlichen, bevor es halt das Announcement gab und so. Ja, das Problem ist nur in seinem praktischen, wo er denn danach das Video geschnitten hat, es war halt eine Einheit, die wurde schon released in einem anderen Announcement, aber es war also gar nicht genau die gleiche Unit, aber mit einem anderen Waffenloadout. Und dann haben sie gesagt, ja, hast NDA gebrochen und so, haben ihn removed vom Partnerprogramm. Und haben ihn halt rausgekickt. Das war praktisch so ein Wochenevent. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Berlin, Gesundbrunnen auf Gleis 7. Sie haben Anschluss an den Regionalexpress der Linie 5 nach Osterkopf auf Rheinhof 12.48 von Gleis 9. Entlastet die Express 930 nach Frankfurt-Main Hauptbahnhof über Halle-Saale Hauptbahnhof 12.54 von Gleis 7. Regionalexpress der Linie 6 nach Wittenberg über Berlin Spandau 13.05 von Gleis 5, obere Ebene. Bitte beachten Sie auch die örtlichen Lautsprecheransagen. Gesundbrunnen. Next Station. Ich halt schon ein bisschen gedämpft, dass ich das Jam zu kaufen. Ja? Ich bin schon ein bisschen gedämpft, dass ich das Jam zu kaufen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja.
und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Berlin Hauptbahnhof Tiefe auf Gleis 4. Unsere Zugfahrt endet dort. Sie haben Anschluss an den Regionalexpress der Linie 4 nach Rathenow über Berlin-Jungfernheide. 12:58 von Gleis 7. Intercity Express 930 nach Frankfurt-Main Hauptbahnhof über Halle-Saale Hauptbahnhof. 13:06 von Gleis 1. Regionalexpress der Linie 4 nach Ludwigsfelde über Berlin-Südkreuz, 13:06 von Gleis 4 und an den Intercity-Express 10:50 nach Köln Hauptbahnhof um 13:06 von Gleis 7. Bitte beachten Sie auch die örtlichen Lautsprecheransagen. Wir verabschieden uns von Ihnen. Vielen Dank für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Thank you.